Hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. So, wir wollten Leon graben, Haus leer machen. So, was nimmt man jetzt alles mit? Jetzt sollten wir theoretisch keine Zombies mehr haben. Ich sag theoretisch, weil wir können ja eigentlich trotzdem jederzeit wiederkommen. Draußen halt. Hier ist nicht mehr. Das heißt, das nehmen wir gleich mal mit. Das brauchen wir nicht mehr. Die Türe brauchen wir nicht. Das können wir mitnehmen. Da gibt es Messer. Cool. Nehmen wir. Na komm. Messing will ich haben da oben. Sehr gut, was bringen? Nee, das ist mir zu viel. Das lohnt sich wahrscheinlich auch nicht. Ne, das lohnt sich nicht. Gut, da können wir graben. Den Müllhammer. Okay. Ja, die Nähsätze sind nicht schlecht. Da haben wir alles leer gemacht. Paar Parts mitnehmen schadet definitiv nicht. Könnte. Ah, nee, auch so gut. Wunderbar. Brauchen wir noch nicht reparieren. Hunger. Ja, ist okay. Hier ist aber nichts Messing. Nee. Ja, auch nicht. Da sollten wir noch reinschlagen. Oh. Wie kommen wir dort rein? Dann komme ich doch nicht durch.
So. Shotgun-Messer in der Kiste. So, warum nicht? Ist ja auch gut. Bisschen Kohle, aber ich weiß nicht, ob sich das wirklich lohnt. Naja, jetzt machen wir es weg. Die Frage ist, ob sich das lohnt, weil es ist auch nicht angezeigt als Truhe. Probieren wir es einmal. Essen haben wir leider draußen. Ah, gut, das war unnötig. Da gibt es noch ein bisschen Eisen, da gibt es kein Messing, okay. Haben wir doch die probiert nochmal. Aber da ist nichts. Gut. So, da ist zum Graben. Oh, das ist gut. Ah, gut, das ist aber kein Smoothie, oder? Nein, das ist nur Saft. Da wäre noch was zum Graben. Da wäre noch was zum Zerlegen. Da ist noch ein Schießpulver. Okay, so, da haben wir nichts da drin an. So. Oh. Wir haben hier eine Fünferkeule. Okay. Komm, gib mal ein bisschen Eisen, ha? Sehr gut. Haben wir leer gemacht. Da oben ist nichts. Da geht's nur noch nach draußen. Das Ding könnten wir abbauen. Na, nun kommt da gar nichts raus. Ein Eisen? Na gut, das brauchen wir nicht. Geht jetzt so zum Abbauen. Aha.
Das haben wir schon leer gemacht hier. Hier ist nichts. Die haben wir auch leer gemacht. So. Da sind schon reinkommen. Gut, da geht's weiter. Okay, das ist ja nur Glas, ja. Das können wir abbauen. Da haben wir schon gesagt, da ist nichts. Da ist nur wieder ein Ausgang. Da könnten wir den Fernseher abmontieren. Die Lampe. So kommen halt auch nach und nach zu Ressourcen. So, da geht's nachher weiter, haben wir gesagt. Zuerst hier war eh. Ach, wir könnten uns jetzt hier mal entleeren gehen. Ist eine Idee. Was hätte man? Wir hätten hier eine Suppe. Ist das mit Rezept? Nein, hat kein Rezept. Die Suppe, glaube ich, hat auch kein Rezept, oder? Genau. Ja, sonst lesen wir wieder ein paar Rezepte. Das kann man nachher machen, brauchen wir ja eh. So, Küche. Ganz schön viele Luftlöcher sind hier mittlerweile drin. Jetzt eigentlich drüben die Heizung abbaut. Ja, habe ich offensichtlich gut. Okay, da war nichts mehr. Kann ich diesen Luster da abbauen? Oh ja, kann man. Kriege ich den vielleicht raus? Nein, glaub nicht. Glaubt der Stahl oder auch Eisen? Stahl, okay. Das haben wir alles. So.
Dann mach's weg. Dankeschön und weiter geht's. So, das Zimmer hier. Das war, glaube ich, ja nur... Oh, nee, da war doch was drin. Nix. Da draußen haben wir alles weggemacht. Ich habe schon wieder beim Eiskasten oben angefangen, das ist so. Ich sollte mir das endlich mal merken. So, da unten auch noch. Wo hängen die Spikes? Die hängen immer noch da oben an der Wand. Okay. Da oben ist was. Na gut. Ja. Ach, das war eine Deko. Gut, kann ich das abbauen? Nee. Da waren wir ja schon überall drinnen. Da gab es, glaube ich, auch nichts mehr zum Abbauen. Nee, die Toilette muss ich jetzt nicht unbedingt abbauen. So. Hier ist nichts im Boden, hier ist auch nichts mehr. Und das ist ja nur Deko, ja. Hier haben wir ein Badezimmer, das wollten wir auch wieder nicht zerlegen. Was? Okay. Gut, das war nur Deko. Ah. Sehr gut. Mit. Ich finde das viel angenehmer, wenn man vorher die Zombies wegmacht.
So. Jetzt muss ich dann sowieso einmal noch runter. Weil ich sonst komplett überladen bin. Da geht's eventuell. Yep. Yep. Und yep. Ach, sehr gut. So. So. Ja, wir werden das alles lesen müssen, ich weiß. Pedern. Messing. Ich glaube, die brauche ich weniger. So, jetzt haben wir hoffentlich genug Platz für das oben. Ich habe immer noch Hunger, dabei habe ich so viel gegessen jetzt gerade. Na gut. Rosen geben halt nicht viel aus. Nee, da muss ich durch. Da muss ich durch. Da muss ich vorbei. Da muss ich rüber. Da muss ich durch. Oh Mann. Nein, da muss ich durch. Da muss ich durch. Und jetzt bin ich wieder da. Kurzer Weg. Oh, da war ja noch was drauf. Sehr gut. Oh. Und da oben habe ich, glaube ich, noch gar nichts gelootet. Was soll ich mit den ganzen Taschenlampen machen, sagt sie mal. Sehr gut. Könnte ich alles abbauen. Hör auf zum Blinken. Der Pfeiler direkt vom Fenster, den finde ich lustig. Man sieht sogar, wie sich der Baum da draußen bewegt. Gut, es gibt noch ein bisschen Eisen. Ich glaube, das lassen wir. Eisen kriegen wir schneller auch. Aber da vorne ist wieder Messing.
Okay, Bücherregal habe ich ausgeräumt. Okay. Was haben wir da jetzt? Eine AK war dabei, cool. Da hätten wir noch was. Und dann würde ich sagen, bringen wir das Zeug mal heim und graben weiter. Da ist doch die Säule direkt vom Fenster. Tom, Chiton. So, Schritt Nummer 1. Okay, was geben wir mal rein? Das da, die Schockstabteile, das können wir scrappen. Ich dachte, den habe ich gescrapped vorhin gerade. Mhm. Drei Teile. Also. Einmal. Das behalten wir die erstmal. Okay. Und dann hätten wir noch eines. Ja, der eine Stahl muss natürlich sein. Ich lese das da so. Danke. Mist, den hatten wir zweimal. Ab nach Hause. Oh, Lavander war da. Nimmst du die Punkte mit? Oh. Okay. So. Ja, die Punkte nehmen wir mit. Ich habe zwar leider keinen Lootsack, aber zumindest die P. Mhm. Ja, für einen mache ich den Umweg jetzt nicht. Da liegt aber ein Lootsack. Oh. Danke. Thank you.
Da ist noch ein Haus, aber im Moment habe ich keinen Platz dafür. Und ich will nach Hause. Da vorne kommt dann die Brücke. Und dann sind wir gleich daheim. So. Und rein damit. Und euch sage ich dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.